Hallo, ihr Wundervollen, schön, dass ihr wieder da seid zu einer Wochenbotschaft. Und bevor wir mit der Wochenbotschaft loslegen, habe ich eine kleine Ankündigung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ihr Lieben, am 2.11., also in circa 4 Wochen, findet mein erstes Offline-Event statt, und zwar in München, einen ganzen Tag lang. Und du kannst noch dabei sein, denn es gibt noch Tickets. Und du kannst für nur 99 Euro dir dein Ticket holen und dabei sein, einen ganzen Tag in München. Made for More heißt das Event. Also wenn du sagst, boah, ich habe so richtig Lust, ich möchte mir das Meer in meinem Leben erobern. Ich möchte mir das ganz große Glück erobern. Ich möchte mir erobern, das, was ich in mir schon fühle, und zwar, dass du für mehr gekommen bist, dass ich das jetzt hier verwirkliche. Ja, dann komm unbedingt zum Event. Es wird Power Talks geben, es wird Körperarbeit geben. Ja, ich werde mit deinem Körper arbeiten. Es wird Segnungen geben, Geschenke, und natürlich die Verbindung mit Gleichgesinnten. Also das wird absolut magisch. Komm da unbedingt. Und auch egal, wie weit du weg wohnst, es lohnt sich. Ja, das lohnt sich so, so sehr. Gönn dir 2, 3 schöne Tage vielleicht hier in München, oder du kommst eher aus der Gegend, aber es lohnt sich, egal wie weit die Anreise ist, weil dieses Event, dieser eine Tag, der wird dir die Tür aufmachen zu einem ganz neuen Leben, wenn du das möchtest, ja. Also schau dir das an, buch dir dein Ticket, solange es noch Tickets zu diesem Preis gibt. Und yes, ich freue mich so, euch kennenzulernen. Okay, so starten wir rein in die Wochenbotschaft. Wir gucken mal, ja, was ist die Hauptenergie für die kommende Woche? Das wollen wir einmal wissen. Schauen uns einmal die Hauptenergie an. Ups. Sehr, sehr schöne Karten, wie ich finde, die ich heute mitgebracht habe. Und die passen so zu diesem nebligen Wetter gerade in München und zu diesem mystischen Wetter. Also ja, ich hoffe, sie gefallen dir auch. Was ist denn hier die Hauptenergie fürs Kollektiv? Was haben wir denn für eine Energie hier? 9 der Schwerter. Irgendwas bereitet die Kopfzerbrechen, und das kann sich auch noch in die nächste Woche hineinziehen. Beziehungsweise es wird höchstwahrscheinlich für viele darum gehen, hier Abstand zu gewinnen. Ja, diese Sache hier zu drehen, das ist eine Sache, na, das ist so. Die Beschäftigung mit Problemen, die eigentlich gar keine sind. Wer kennt das? Nachts wird alles größer. In der Dunkelheit erscheint einem dann alles zu groß, und ne, man kann das nicht bewältigen. Und das zeigt diese Karte. Diese Z Karte zeigt diese Energie von, du kämpfst gegen einen Dämon, der aber eigentlich nur eine kleine Ameise ist. Ja? Also hier ist etwas, nur eine kleine Ameise, was dir aber immer wieder vormachen will, so ein Riesendämon zu sein. Ja, wie so ein Schattenspiel, wo man so macht und dann erscheint es aber auf dieser Schattenwand ganz groß und mächtig. Ja, also lass dich hier nicht täuschen, sagt diese Karte. Lass dich hier nicht täuschen. Wir ziehen ja jetzt auch noch Orakelkarten. Und da kriegen wir vielleicht auch noch mal einen weiteren Hinweis. Was haben wir denn auf der Rückseite? König der Stäbe. Also es könnte hier um etwas gehen, wo du dir über den König der Stäbe ein bisschen den Kopf zerbrichst, wo du dir Sorgen machst, wo es aber nichts zum Sorgenmachen gibt. Ja, wo wirklich nur vielleicht ein kleiner Stolperstein im Weg liegt oder sowas. König der Stäbe kann natürlich sein. Ganz klar, jemand, zu dem du eine leidenschaftliche Verbindung hast, ja, den du toll findest, der irgendwie viel beschäftigt ist, der vielleicht keine Zeit hat, weil er so viel beschäftigt ist. König der Stäbe ist durchaus auch ein Mann, der vielleicht gerade sich noch nicht für eine Frau entschieden hat, der vielleicht gerade in der Kennenlernphase mit mehreren Frauen ist, der viele Freunde hat, der aber auch generell viel unterwegs ist. Ja, es könnte auch jemand sein aus deinem familiären Bereich oder beruflichen Bereich, der sehr hitzig ist zu dir, ja, der so ein bisschen hier und da mal etwas sagt, was er eigentlich am Ende nicht so meint, der so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand ein bisschen hitzig ist und du überlegst, hey, habe ich was falsch gemacht oder so? Und dabei geht es gar nicht wirklich um dich hier, ja. Was sagt denn das Orakel noch dazu? Ui, das haben wir zu viel. Wir wollen eine klare Botschaft. Na gut, wir nehmen zwei, weil die sind jetzt wirklich total rausgejumpt. Wir nehmen zwei Botschaften. Ich drehe sie erstmal um und dann schauen wir sie uns an. Wir haben nämlich einmal hier die Spirale und einmal haben wir hier den Fluss, ja. Und du darfst erstmal auch die Bilder auf dich wirken lassen, weil ich finde die in diesem Orakel so besonders und so bewegend.
Und es ist so, so spannend, ihr Lieben, weil beide Karten in der Essenz eine sehr ähnliche Bedeutung haben. Ja? Wir haben hier mit der Spirale einfach die Bedeutung, dass du die alte Haut schon abgestreift hast. Du hast dich schon erneuert. Ja? Und eigentlich zum Beispiel, diese Sorgen passen gar nicht mehr zu dir. Dieses sich Sorgen machen, das passt gar nicht mehr. Das ist nur eine Erinnerung des Alten. Und jetzt geht es darum, mit der Spirale weiter dich an das Neue zu gewöhnen und aufzuhören, Fehler an dir zu suchen oder ein Problem zu lösen, was schon längst gar keines mehr ist, oder an irgendwas rumzudoktern, wie du es in der Vergangenheit gemacht hast. Also hier geht es ganz viel darum, dass du erkennen darfst, dass du gar nicht mehr die bist, die sich Sorgen macht. Das soll ich dir hier sagen. Du bist die gar nicht mehr, ja? Und der Fluss sagt, gib dich hin. Gib dich dem Neuen hin, gib dich den Begebenheiten hin, wehre dich nicht, sondern tanze mit allem, was dir begegnet. Ja, also nimm das oder lass es liegen, aber wehre dich nicht dagegen. Und du musst hier gerade, ganz wichtige Information, in der kommenden Woche, es gibt kein Problem zu lösen, weil es gibt kein Problem gerade. Ja, es gibt kein Problem, es gibt kein Problem zu lösen. Vielleicht hast du früher dir immer den Kopf zerbrochen, aber das bist du schon gar nicht mehr, ja. Und du kannst jetzt einfach mit dem Leben tanzen und alles wird sich fügen. Das ist hier eine ganz zentrale, wichtige Botschaft für dich, hier für die kommende Woche. Wow. Okay, dann schauen wir rein, ganz konkret in die einzelnen Lebensbereiche. Du kennst das schon von mir. Wir schauen rein. Einmal in den Lebensbereich Beziehungen. Können wir einmal bitte die Botschaft bekommen. Was haben wir hier beim Thema Beziehungen fürs Kollektiv? Die Herrscherin. Na schau, das ist schon das Neue. Du bist in einer richtig tollen Energie in der kommenden Woche, ja? Du bist in einer strahlenden Energie. Du bist die Herrscherin. Du bist hier die Herrscherin. Das heißt, eine Herrscherin, die schaut nicht, was an ihr falsch ist, weil an ihr ist nichts falsch, ja? An ihr ist nichts falsch. Sie ist wunderschön. Jeder kann auch diese Schönheit sehen. Sie weiß, was sie wann, wie, wo sagt. Sie ist sich ihrer selbst sehr bewusst. Sie ist sich sehr sicher mit sich selbst. Sie hat eine unglaubliche Liebe zu sich und dadurch auch zu anderen. Sie achtet sich, geht nicht über ihre Grenzen, sie achtet sich und sie achtet die Grenzen anderer und sie ist sehr würdevoll. Ja, also zieh dir mal diese Energie, du kannst dir wirklich mal vorstellen, als würdest du an so einem Seil ziehen und dir diese Energie jetzt der Herrscherin zu dir herziehen. Weil das ist für dich vorgesehen jetzt hier in deinen Beziehungen, also gerade in den Liebesbeziehungen, eine unglaubliche Energie, weil jeder Mann will zur Herrscherin. Ja, jeder Mann möchte dorthin. Aber sie ist ganz bei sich. Sie hat auch ihre Projekte. Ja, die Herrscherin ist eine Frau, sie hat ihre Projekte. Sei es die Kinder, die sie als Projekt hat, sei es die Familie, sei es der Beruf. Sie hat ihre Projekte, ja. Und das macht sie auch aus. Sie hat etwas, was sie hervorbringt. Ja, also du bist da in einer ganz, ganz tollen Energie. Und jetzt schauen wir mit den Lennys noch ein bisschen näher rein, was das hier für dich bedeutet in der kommenden Woche. Können wir hier bitte eine weitere klare Botschaft bekommen, eine ergänzende Botschaft der Lennys? Die Transformation wieder, genauso wie hier, was wir gesehen haben. Du hast dich transformiert zur Herrscherin. Du hast Dinge getan, wahrscheinlich in den letzten Wochen, Bücher gelesen, warst vielleicht in einem Kurs, hast dich mit dir beschäftigt oder hast einfach dich neu ausgerichtet. Und jetzt ist der Moment gekommen, wo diese Transformation abgeschlossen ist und du das Neue bist. Bitte vergiss es nicht, meine Liebe, ja? Du bist das Neue schon. Es ist schon da, ja? Du bist jetzt erneuert. Und das passt gar nicht mehr zu dir. Die Herrscherin, die macht sich solche Gedanken nicht, ja? Weil sie ist ja die Herrscherin, ja? Na, alles fließt eh zu ihr. Sie ist eine Fülle-Person. Die ganze Fülle fließt in jedem Moment zu ihr und das weiß sie, ja? Und die Transformation ist abgeschlossen. Soll ich dir hier sagen? Ganz wichtig. Okay, wow. Was haben wir im beruflichen Kontext für dich? Da war schon der Stopp. Zwei der Schwerter, da haben wir so ein bisschen auch dieses Gedankenmachen mit dem Zwei der Schwerter. Da ist irgendwas, wo du vielleicht hin und her überlegst, welchen Weg du einschlagen sollst. Ja, es gibt hier eine Entscheidung und du überlegst, soll ich den Weg gehen oder soll ich den Weg gehen? Ja, da, wir haben hier wie so wirklich gefühlt
wie eine Weggabelung, allerdings passiert das gerade noch im Kopf. Also es sind noch keine Schritte, die anstehen. Du bist ganz viel im Kopf am Überlegen. Pro- und Kontralisten. Du versuchst hier sehr rational vorzugehen. Ja, du versuchst wirklich zu sagen, was wäre jetzt hier rational gesehen das Beste? Und das führt aber hier gerade mit der Zwei der Schwerter noch nicht zu einem Ergebnis. Ja, die Zwei der Schwerter ist so ein Gerangel im Kopf. Auch hier der Reminder, es gibt gerade eigentlich gar kein Problem. Und es geht hier vielmehr darum, sich erstmal hinzugeben. Es geht gerade nicht um große Entscheidungen oder jetzt hier irgendwie ein Problem zu wälzen, weil es ja eben keins gibt. Und auch hier könnte es sein, dass du glaubst, jetzt etwas Wichtiges entscheiden zu müssen, was gar noch nicht wichtig ist. Ja, und wir haben hier so eine Energie, die so ein bisschen schwerer ist, die so ein bisschen fast schon einen Hauch Verzweiflung hat, den es nicht haben muss. Ja, also wir schauen mal mit den Lennys noch rein. Ich hätte hier gern weitere Infos. Bring mir bitte weitere Informationen. Hinsehen, etwas genau betrachten. Ja. Genau, was ich wahrgenommen habe. Guck genau hin. Steht das gerade wirklich an, diese Entscheidung? Guck dir nochmal genau an. Habe ich nicht eigentlich vielleicht schon längst entschieden? Ja, manchmal haben wir eigentlich schon entschieden. Und dann tun wir so, als müssten wir nochmal überlegen oder so. Schau mal hin. Vielleicht hast du schon längst entschieden. Vielleicht ist schon längst klar, was dein Weg ist. Vielleicht gibt es aber auch gerade gar nichts zu entscheiden und viel mehr einfach mit den Begebenheiten zu spielen, sich hinzugeben, die Fülle als Herrscherin auch zu erkennen. Ja, und zu erkennen, weil schau mal, hier ist auch die Lupe. Also guck mal genau auch hin, ist das Problem wirklich eins oder ist das doch nur eine Ameise? Also zoom ran, schau es dir an. Was erzähle ich mir hier gerade? Ja, also ich habe hier fast den Eindruck, hier könnte sich ein berufliches Problem im Nichts auflösen, wenn du da genauer hinschaust, ja, oder eine gewisse Entscheidung, etwas, worüber du dir Gedanken machst. Was haben wir hier? Neun der Stäbe, genau, hier haben wir so eine Energie von Unsicherheit auch, ja, von Unsicherheit, vielleicht auch irgendwie der Sorge. Ich könnte falsche Entscheidungen treffen, weil ich in der Vergangenheit falsche Entscheidungen getroffen habe oder sowas. Aber du bist ja nicht mehr die aus der Vergangenheit. Wieder der Reminder für dich, ja. Du bist ja gar nicht mehr die aus der Vergangenheit und das ist ganz anders jetzt. Guck mal hier genau hin. So, was haben wir für dich ganz persönlich noch in deiner persönlichen Weiterentwicklung? Für dich ganz persönlich hier in der kommenden Woche auf deinem Weg. Was haben wir hier? Die Hohepriesterin. Wunderschöne Karte. Schau dir das mal an. Wir haben einmal hier die Herrscherin, eine der wunderschönsten Karten im Deck für eine Frau. Und dann die Hohepriesterin ebenso. Ja, zwei Trumpfkarten. Also du selber bist sehr verbunden gerade. Und das ist nochmal der Reminder. Du bist nicht mehr die Alte. Du bist hier die Herrscherin. Du bist hier in der Energie der Hohepriesterin. Die Energie der Hohepriesterin ist eine Energie, die ist sehr weise. Hohepriesterinnen, wenn wir nach Atlantis reisen, ja, das mache ich zum Beispiel in meinen Räumen auch. Wir begegnen Atlantis. Deswegen kommen wir unbedingt auch zum Event, ja. Aber ja. Kommt zum Event und auf jeden Fall, ich war jetzt gerade kurz selber in Atlantis, habt ihr gemerkt, ich bin kurz hängen geblieben. Ja, weil Atlantis, das ist so ein Ort, wo Raum und Zeit stillstehen, wo es ganz still ist, wo es sehr heilig ist, wo es magisch ist, ja. Und die Hohepriesterinnen, die haben keine Sorgen, weil sie haben so eine Anbindung und sie wissen, sie sind immer versorgt und alles ist immer da und alles ist immer gut und sie müssen darüber nicht sprechen und sie haben Informationen aus einer Quelle, wo gar keine Sprache nötig ist und so. Ja, all das. Und das Tarot sagt gerade, dass du für dich jetzt in der kommenden Woche noch mehr in diese Energie reingehen wirst. Ja, du bist höchstwahrscheinlich schon gerade auf dem Weg dahin und diese Energie, die kannst du dir nehmen. Und hier ist es einfach nur wichtig für dich eben, dich zu erinnern, du bist nicht mehr der Mensch, der sich hier Sorgen macht. Nein, du bist jetzt in der Energie der Hohepriesterin, die einfach ist und weiß, dass alles da ist und weiß, dass sie mit ihrem Sein in der Fülle genau das erlebt. Und sie weiß, dass sie ihr Königreich erschaffen kann. Ja, das ist hier so die Botschaft für dich, die sich gerade durch alles durchzieht. Total interessant. Was haben wir hier mit den Lennys noch? Ui. Schau mal, und dann haben wir hier die Karte der Kraft.
Du hast mehr Kraft, soll ich dir hier sagen, als du dir vorstellen kannst. Du hast sehr viel Selbstvertrauen. Das ist deine neue Facette. Lass dich nicht mehr in die alte ziehen, die dir erzählen will, dass du kein Selbstvertrauen hast oder dass du nicht weißt, ob du das schaffst oder so. Das ist das Alte. Du hast dich schon erneuert, sagt die Spirale. Ja, und darum geht es hier. Hier mit dem Bären haben wir auch immer die Energie der Eltern. Das heißt, hier haben wir auch ein Stück weit, du hast dich von deinem Elternhaus gelöst. Ganz egal, wie alt du bist. Das hat ja immer einen Einfluss auf uns. Ja? Und diese Karte sagt aber, du hast da einen neuen Schritt gemacht. Du hast dich davon so ein bisschen gelöst. Du bist in einer ganz neuen Energie mit der Hohepriesterin. Wunderschön. Wow, und dann haben wir da auch noch die 9 der Kelche. Also die absolute Wunscherfüllung liegt hier. Soll ich dir sagen, die Wunscherfüllung ist da, das Buffet ist bereitet, die Wohligkeit ist da, der Wohlstand ist da, ja, er ist da. Und zum Beispiel bei meinem Event werden wir da auch ganz viel dazu machen, dass du das richtig zu dir herziehst, dass es wirklich auch manifest wird in deinem Leben. Wunderschön. So, was gibt es für die kommende Woche zu unterlassen? Was gilt es zu unterlassen? Was gilt es hier jetzt zu unterlassen? Was hat gerade keine Relevanz? Ja, Verzagen. Die 5 der Kelche. Hier geht es gerade nicht darum, darauf zu gucken, was nicht gut funktioniert hat. In der Vergangenheit oder während der Woche. Es kann sein, dass Dinge auch mal nicht so gut klappen. Das ist das Leben, ihr Lieben. Ja, das kann einfach passieren, dass mal hier und da was verschütt geht, dass mal was nicht so aufgeht, wie man sich's vorstellt. Aber diese Karte sagt, na, nicht dahin gucken. Guck auf das, was gut läuft. Guck auf das, wo die Fülle ist. Guck auf das, wo du dich verändert hast. Also mach nicht aus etwas ein Problem, wo gar keines ist. Das bestätigt diese Karte schon wieder. Gib dich gerade nicht irgendeiner Trauer hin, einem Kummer, einer Einsamkeit. Das ist das alte Gewand. Ja, das ist das alte Gewand, soll ich dir hier sagen. Und dann haben wir hier die männliche Hauptperson. Das heißt, es könnte in Bezug auf einen Mann sowas kommen, wo du in den Mangel reinfallen möchtest. Mache das nicht, weil nichts ist, wie es scheint, wird mir hier auch gesagt für dich. Nichts ist, wie es scheint. Es ist nicht so viel verloren, wie du glaubst. Es ist mehr da, als du glaubst. Das soll ich hier dir nochmal mitteilen und deswegen den Fokus auch gar nicht so auf diese männliche Hauptperson, wer auch immer das für dich ist, gar nicht den Fokus dahin. Die Herrscherin ist bei sich mit ihrem Fokus, bei ihren Projekten, bei ihrem wunderschönen Leben. Sie ist ganz bei sich. Worauf sollte denn dein Fokus gehen? Page der Schwerter. Durchaus etwas zu lernen, also durchaus wird mir hier gesagt, vielleicht gibt es für dich etwas zu lernen, ein Interessensgebiet, wo du schon länger drüber nachdenkst, so, oh, was könnte ich jetzt lernen, mir das erobern, also da sollte dein Fokus sein mit dem Pagen der Schwerter, auf anregende Gespräche durchaus auch, ja, Page der Schwerter, sehr kommunikativ, vielleicht gibt es auch jemanden in deinem Leben, wo du sagst, auf diesen Menschen habe ich gar nicht so den Fokus die ganze Zeit. Ja, das ist nicht die Hauptperson in meinem Leben. Wobei, es könnte auch die männliche Hauptperson sein, weil was wir hier haben ist, fokussiere dich nicht auf das, was nicht da ist, sondern fokussiere dich auf die Leichtigkeit, die vielleicht da ist mit der Person. Ja, weil Page der Schwerter ist eine sehr luftige Energie. Dieser Mensch ist mal hier, mal dort. Dieser Mensch ist vielleicht auch ein bisschen unzuverlässig, aber irgendwie hat man immer anregende Gespräche mit dem. Und irgendwie hat der sowas bisschen Freches an sich und das gefällt dir. Also es könnte sein, dass du dort den Fokus hinsetzen sollst. Ja, generell aber auch auf für dich, auf Wissen, auf etwas Lernen, auf einfach anregende Gespräche, auf vielleicht auch ein Stück weit wird mir hier jetzt gesagt, dass du gut kommunizierst. Also lass dich nicht zu schnippischen Bemerkungen hinreißen. Achte da so ein bisschen drauf, weil das würde die Hohepriesterin nicht tun und die Herrscherin auch nicht. Also achte auf deine Wortwahl. Der Page der Schwerter, wenn der manchmal durchkommen will, dann ist der so jemand, der jemanden mal so ein bisschen einen reindrücken will, mal hier und da eine schnippische Bemerkung. Ein bisschen den Fokus da drauf, dass es das vielleicht gerade eben nicht braucht, ja, und dass du gerade hier so ein bisschen besonnener vorgehen darfst. Vielleicht manchmal auch einfach schweigen, denn das tut die Hohepriesterin, statt etwas zu sagen, ja, was eigentlich gar nicht dir entspricht. So,
Was haben wir denn hier noch? Wir brauchen eine Zusatzbotschaft. Wir bekommen zwei, dann nehmen wir zwei. Also, guck mal, genau das. Die Öffentlichkeit haben wir hier. Ja, also hier geht es darum, dass du wirklich mit Leuten ins Gespräch gehst, dass du rausgehst, dass du dich austauscht, anreden, Gespräche führst und dass da auch ruhig dein Fokus sein darf. Hey, mit wem könnte ich mich treffen? Auch wirklich proaktiv. Ja, mit wem könnte ich mich treffen? Wo könnte ich vielleicht in Gespräche kommen? Und hier können auch Page der Schwerter ganz spannend über Gespräche mit einer Person augenscheinliche Hindernisse überwunden werden. Das heißt, wenn du hier und da denkst, boah, ich weiß nicht, wie der das meint, frage nach. Da sollte dein Fokus sein. Also nicht im Verdruss sein, in der Einsamkeit oder so, sondern frag nach. Hey, wie meinst du das? Hey, wie sieht es bei dir wirklich aus? Lass uns ganz offen sprechen. Ja? Also das ist, was wir hier haben. Und da wirklich die Dinge offen anzusprechen, nachzufragen und dadurch vielleicht auch Missverständnisse aus dem Weg räumen. Okay. Worauf zielt diese Woche ab? Also wo bewegen wir uns hin? Was ist die Energie, wo wir uns hinbewegen? Der Wagen. Da kommt ganz viel in Gang, ganz viel Bewegung haben wir hier mit dem Wagen. Wenn du dich selbstständig machen möchtest, dann bewegst du dich gerade da total rein. Wenn du deine Selbstständigkeit voranbringen willst, auch. Also es geht total in diese Richtung, dass deine Selbstständigkeit floriert und da richtig was in Bewegung kommt. Wir haben aber mit dem Wagen auch, dass allgemein etwas in Bewegung kommt oder sich zu dir hin bewegt, jemand sich zu dir hin bewegt, eine Reise durchaus, auch für einige, eine Reise, die ansteht oder eine Verabredung mit jemandem, wo diese Person oder du einen kleinen Weg zurücklegen müsst. Also na, da rede ich jetzt nicht von 10 Minuten Fahrt, sondern schon so ein bisschen einen Weg, den man zurücklegt. Auf jeden Fall haben wir mit dem Wagen eine bewegende Energie und Zustromenergie. Ja? Also da kommt viel zu dir. Und ich würde jetzt mit den Lennys gerne ein bisschen näher reinschauen, was das für uns hier bedeutet, fürs Kollektiv. Gute Nachrichten, positiver Verlauf. Ja, also irgendwas entwickelt sich richtig gut, durchaus auch schnell und es kommt zu dir. Also zu dir strömen Nachrichten. Jemand kommt zu dir. Jemand möchte mit dir eine Reise antreten. Befreiung habe ich auch hier für die Selbstständigen. Also wenn du in der Selbstständigkeit bist, dann habe ich hier so eine Energie von Befreiung, weil endlich die Dinge ins Rollen kommen. Was haben wir auf der Rückseite für die ganze Woche? Den Stern. Wow. Das ist die Energie der Erneuerung auch, der Stern. Ja, also genau das, was sich die ganze Woche durchzieht, die Energie der Erneuerung mit dem Stern. Die Energie der, die Heilung ist abgeschlossen. Also hier sehe ich gerade wirklich, die Heilungsreise ist abgeschlossen. Du bist in dem Neuen, du bist positiv ausgerichtet. Und der Stern sagt auch, du bist sicher. Du bist sicher. Schau, diese Frau hier, die ist fast ganz nackt. Du bist sicher. Es ist alles so im Überfluss da, dass du es sogar verschütten kannst. Ja? Du kannst es sogar verschütten, weil es ist ein nie enden wollender Rinnsal oder nie ein enden wollender Fluss an Möglichkeiten, an Dingen. Also wozu sich über irgendwas gerade Gedanken machen, soll ich dir sagen. Es ist gar nicht nötig, weil alles ist da, egal wie es gerade in dem Moment vielleicht scheint. Schau es dir ganz genau an. Guck hin mit der Lupe, betrachte es genauer. Und mit dem Stern habe ich auch positive Aussichten, also auch hier dieses positive Verlauf, Verabredungen weit in die Zukunft, die man schon gemeinsam macht, wo du dich darauf freuen kannst. Dinge in der Zukunft, auf die du dich schon freuen kannst, die jetzt in der kommenden Woche festgelegt werden. Also sehr, sehr schöne Energie. Und dann haben wir noch einen Ast drunter liegen. Na, was soll ich sagen? Wir haben noch das Ast der Münzen, also auch hier eine Möglichkeit, finanziell und auch was Stabilität und Sicherheit anbelangt, eine Chance, die dir gereicht wird, halt mal die Augen offen. Sei wachsam, halt die Augen offen und ergreife sie, wenn sie sich dir bietet. Denn das ist echt eine große, große Möglichkeit, eine große Chance, die zu einem positiven Verlauf für dich hier beitragen kann. Ja, wunderschön. Sehr, sehr schöne Energie. Wow. Also, da können wir uns alle richtig freuen, oder? Schreib mir doch mal in die Kommentare, wie du es findest und wie sehr du dich jetzt auf diese Woche freust. Und sei wirklich gesegnet, weil es ist alles da für dich. Fühl dich gesegnet, fühl dich umgarnt, fühl dich beschüttet, beschenkt, bereichert. Dein neues Leben, deine Erneuerung ist da. Ja, nimm das wahr und komm unbedingt zu meinem Event. Ich freue mich so sehr auf dich. In diesem Sinne,
Hab einen ganz tollen Tag und bis ganz bald. Die Party.